Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in der Siegener Hengsbach mussten am Mittwoch insgesamt 850 Menschen evakuiert werden. Auch soziale Einrichtungen waren davon betroffen. Der Blindgänger muss noch von dem Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Die 10 Zentner schwere englische Bombe war durch Luftbilder in der Hengsbachstraße in Siegen entdeckt worden. Im Umkreis von 500 Metern zur Fundstelle sperrte die Polizei den Bereich ab und die Feuerwehr evakuierte die Anwohner sowie die Bewohner des Diakonie-Seniorenheims und der AWO-Wohnstätte für Behinderte. Unter anderem kam auch der VWS-Rettungsbus zum Einsatz. Zudem gab es Unterstützung durch Rettungstransportwagen aus Dortmund. Die Evakuierung des Seniorenheims, in dem 97 Menschen leben, nahm einige Stunden in Anspruch. 31 Bewohner wurden ins Diakonieklinikum nach Kredenbach transportiert. Rund 60 Menschen brachten die Einsatzkräfte in die Siegerlandhalle, wo eine Sammelstelle für alle Betroffenen eingerichtet wurde. Sie werden vom Malteser Hilfsdienst versorgt. Die Bombe soll am Abend bzw. in der Nacht entschärft werden.